Training dient im Allgemeinen dazu, sich für eine bevorstehende Aufgabe fit zu machen. Nachdem man diese Aufgabe gelöst hat, nützt es eigentlich nichts mehr. Nachdem schon Millionen Spieler Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty gelöst haben, bringt Konami jetzt trotzdem noch eine erweiterte Version mit Trainingsmissionen heraus. Diese VR-Missionen sind im Prinzip dafür gedacht, den Spieler mit der Steuerung vertraut zu machen. Aber auch wenn man diese schon beherrscht, bringen die Missionen Spaß. Mit einer von 7 Figuren geht es in virtuelle Trainingszentren, wo 5 verschiedene Varianten zur Auswahl stehen. Im Sneaking-Modus sollen die Agenten auf 2 Arten das Ziel erreichen. Einmal ohne entdeckt zu werden und einmal indem sie alle Gegner beseitigen. Action-Fans können im Weapon-Modus mit verschiedenen Waffen das Schießen auf Zielscheiben üben. Ganz ungewöhnlich ist dagegen der First-Person-Modus, der Metal Gear Solid zu einem Ego-Shooter verwandelt. Damit auch das Lachmuskeltraining nicht zu kurz kommt, gibt es dann auch den Verity-Modus, der zwar anspruchsvoll ist, aber teilweise durch schrägen Humor besticht. Wer die Übungsumgebungen als zu künstlich empfindet und das ebenfalls enthaltene Abenteuer Sons of Liberty schon durchgespielt hat, kann sich noch an den Alternative Missions und den Snake Tales versuchen. Dabei sind auf der Bohrinsel oder dem Tanker kurze Aufträge zu erfüllen, in denen es meist darum geht, unbemerkt in bestimmte Räume vorzudringen. Besonders fies an den Snake Tales ist, dass man dort keinen Radar zur Verfügung hat und deshalb die Gegner oft erst sieht, wenn es schon zu spät ist. Auch wer Metal Gear Solid 2 schon durchgespielt hat, wird an Substance hängen bleiben. Die Missionen sind unheimlich motivierend und spaßig. Da will man den Controller kaum mehr aus der Hand legen, bevor man nicht alle Aufgaben erledigt hat.